So, da sind wir bei Dark Souls. Weiter geht's. Bevor wir jetzt in die Tiefen weitergehen, gehe ich erstmal da lang. Da können wir jetzt zwar noch nicht rein, Sense Fortress. Aber wir können jemanden treffen, mit dem wir mal reden sollten. Wenn man es reden nennen kann, ich bin mir nicht so ganz sicher. Da ist er doch. Onion Bro, was geht ab? Siegmeier auf Katharina. Was war denn der? Auf dem Bus? Ja. Sehr gesprächig. Oh, forgive me. I was absorbed in thought. I am Siegmeier of Katharina. Quite honestly, I've run flat up against a wall. Or a gate, I should say. The thing just won't budge, no matter how long I wait. And oh, have I waited. So here I sit, in quite a pickle, weighing my options, so to speak. Warum müsst ihr eigentlich alle so creepy lachen, nachdem ihr irgendwas gesagt habt? Jeder. Still closed. Still closed. Ah ja, du hast recht, da ist nicht viel passiert, seitdem ich mit dir das letzte Mal geredet habe. Na schön, okay. Ja, wie gesagt, auch wieder ein Charakter, den wir immer mal wieder in der Welt treffen, wenn wir hier mit ihm reden. Und wir gehen jetzt mal hinten rum, denn da kann ich direkt mal ein bisschen Gegengiftzeug sammeln. Aus dem Wald. Können wir dann gleich noch ein paar Sachen mitnehmen und dann gehen wir direkt mal Richtung Blighttown. Oh, halt mal ganz kurz. Habe ich eine Scherbe? Kann ich da irgendwas basteln? Nein, halt hier. Nicht wirklich. Na schön. Ich komme wieder. Leg den Hammer nicht weg. Ich bin bald wieder da. So. Titanite Demon? Nein, nein. Eigentlich nicht. Möchte ich gerade noch nicht so wirklich in den Kampf mit ihm gehen. Wäre machbar, wäre aber ziemlich langwierig, weil ich einfach noch nicht so viel Schaden bei den Typen mache. Jetzt gehen wir erstmal hier lang. Waldbereich. Oh, es geht ab, Baumbro. Kräuterpfannkuchen. Sagen wir was anderes. Sehr schön. Genau, das wollte ich nämlich haben. Hat mal. Weit will ich gar nicht vor. Was tue ich denn? Komm her. Machen wir es kurz. Ah, Mist. Okay, one-shotten kann ich euch noch nicht. Dauert noch ein bisschen. Na gut, dann machen wir eben zwei Schläge. Wenn es unbedingt sein muss. Das eine ist gegen Gift, das eine ist gegen Blutung. Beides nicht schlecht, aber das gegen Gift finde ich persönlich wichtiger. Also der Blutrote, den habe ich bisher nicht so oft eingesetzt. Hätte ich mal tun sollen, vielleicht. Wer weiß, vielleicht wäre ich dann nicht so oft draufgegangen. Okay, hier muss ich vorsichtig sein. Ich möchte nicht unbedingt nach unten abrutschen. Stellenweise ist es okay. Mach, was du nicht lassen kannst. Man muss ja auch zeigen, was man da in der Hand hält. Das verstehe ich schon. Ich bin ja nicht mal böse. Okay, mal sehen. Komm ich an. God damn it! Voll daneben geschlagen. Die sind manchmal nicht so leicht zu treffen, aber wir werden wahrscheinlich noch das Öfteren hier durchrennen. Von dem her dann kann ich probieren, ob ich das Ding dann bekomme. Hier liegt da mal was. Nein? Ah, hier unten liegt was. Was hast du denn dabei? Lederarmor. Okay. Schön. Gut, warum auch nicht? Nur mit. Und irgendwo hier ist ein Knight. Wo rennt der rum? Ist der nicht hier gewesen? Hallo? Nein? Nein? Okay. Ich weiß auch nicht so genau. Try Pyromancy. Tja, blöd, dass ich die gerade nicht dabei habe. Ach, hier warst du. Richtig. Hat schon überlegt. Dau. Wir können ja einfach dauerhaft Goombaen. Mal sehen, wie lang es dauert. Immer 3 HP, das wird eine Weile dauern, bis wir den da platt hätten. Goddammit. Hier wirklich runter zu springen, ohne abzurutschen, ist aber auch nicht so einfach. Jetzt gibt uns die Möglichkeit eh nicht mehr so. Ich sollte vorsichtig sein. Die kann man aber ganz leicht stunnen, also die fallen schon mal gern zurück. Nicht immer. Oh fuck, aber immer öfter. Vergiss es, Junge. So doof bin ich nicht. Oh shit, okay, das war knapp.
Das ist halt echt auch ein bescheuerter Kampfplatz, den ich mir gesucht habe. Ich soll eigentlich weiter runtergehen. Das ist nämlich ein bisschen eine offene Fläche. Ich dann auch wenigstens ein bisschen ausweichen kann. Jetzt möchte ich nur nicht in den Tod stürzen, während ich hier rückwärts laufe. Schon an der Wand bleiben. Sind wir schon da? Au, hier ist schon das Bonfire. Ne, okay, dann mache ich aber kurz fertig. Woher? Wenn ich jetzt schon... Ach, fuck, okay. Ich habe mich gerade geirrt. Nein, das, was ich gemeint habe, ist weiter oben. Na gut. Nehme ich aber mal das Schild da vorne mit. Das ist nämlich, glaube ich, das Graswappenschild. Ultra geil. Seminar Regain. Aber nur 93 physischer Block. Was okay ist, aber... Wie gesagt... Wenn man wirklich tanken will, ist natürlich ein 100% physisches Blockschild um... Autsch, um einiges besser. Uncool, Alter. Lass mal auf. Lass mal kurz auf. Sehr gut. Dankeschön. Blue Titanite Chunk. So. Grasscrest Shield. Extrem gutes Shield. So, dann nehmen wir hier das Bonfire, gehen dann direkt weiter. Dann sind wir, wo zur Hölle sind wir dann eigentlich? Ich habe keine Ahnung. Lass mich überraschen. Schauen wir mal. Wird schon klappen. Ah ja, genau. Okay. Wir kommen dann in, wie heißt der Bereich? Da, wo die Drachenbros rumchillen. Die blauen. Also die sind nicht besoffen, die sind einfach blau. Dauerhaft. Wobei, das wird einiges erklären. Wenn sie besoffen werden. Das würde die Aggression erklären. Und versucht durchzugehen. Weil ich kann keine Blitze spucken, wenn ich besoffen bin. Also das haben sie mir auf jeden Fall voraus. Mal schauen. Macht sich eigentlich das hier? Ah, 95. Gelogen. Nicht 93, sondern 95. Ja, das nehme ich jetzt erstmal in die Hand. Man sieht schon direkt den grünen Film um mich, sage ich jetzt mal. Das ist Stamina Regain. Okay, mit euch möchte ich eigentlich irgendwie... Nee, eigentlich nicht so wirklich. Ich verziehe mich mal. Was geht ab, Bro? Okay, das war knapp, aber hey. Einfach in Bewegung bleiben. Gar keinen Bock, mit denen jetzt hier zu kämpfen. Ist nicht nötig. Und außerdem sollte ich darauf achten, dass ich, was HP angeht, jetzt erstmal locker mache, denn wir müssen auch nach Blighttown. Was eigentlich nicht so ein schlimmer Bereich ist, finde ich ganz ehrlich. Weil viele sagen, oh Gott, Blighttown. Finde ich jetzt nicht so schlimm eigentlich. Muss ich vorsichtig sein. Ah, shit. Ja, genau. Hier muss ich vorsichtig sein. Bisschen zu früh gerollt. Und richtig eins auf die Schnauze bekommen. Ja, passiert. Was soll's. Vor allem für Sachen, die ich eigentlich nicht mal haben will. Wie bescheuert. Die ich nicht mal wirklich benutzen will letztendlich. Na gut. Sollte man nicht machen. Pro-Tipp an der Stelle. Vorher nachdenken, ob sich der Tod auch wirklich lohnt. Und der Verlust der Humanity. Weil ich das jetzt eigentlich weniger schlimm finde. Na gut, gehen wir nochmal durch. Was habe ich denn gerade hier? Resin. Hier ist man nicht da. Ich pack schon mal. Ich habe nur einen. Gut, okay. Müssen wir halt aufpassen. Dann müssen wir halt aufpassen. Darf ich halt nicht wie ein Vollidiot im siffigen Wasser rumstehen und mich dann fragen, warum mir die Füße abfaulen. Ist nicht so geil. Jetzt schaue ich, dass ich hier smooth durchkomme, einfach nur. Ich werde noch genug Probleme da unten kriegen. So, dann geht's nach unten. Und wenn wir da unten sind, dann können wir auch die zweite Glocke läuten. Wenn wir es dann hingekriegt haben, an dem einen oder anderen noch vorbeizukommen, natürlich. Schön wäre es, wenn die Glocke einfach am Eingang wäre. Oh, hey. By the way, Glocke. Yay. Oh, shit, okay. Aber die Kotze ist kein Problem. Kann man relativ smooth vorbeilaufen. Schlag finde ich um einiges schlimmer. Wie man gerade gesehen hat. Davor. Erstmal beide Beine durchbrechen. Okay, da nach hinten. Hm, gehen wir jetzt nicht.
Gehen wir jetzt nicht direkt zur irgendwie Seele oder so, was auch immer. Lass mal da lang gehen. Ich habe ein Ziel und da will ich jetzt auch lang gehen. Und ich werde jetzt mal versuchen, ob das klappt, wenn ich einfach durchrenne. Also so nicht komplett natürlich, sondern nur in dem Bereich, denn die hier sind ganz schöne Vollidioten, wenn ich das mal so sagen darf. Es klappt zu 90%, würde ich jetzt mal sagen. Das ist so meine Erfahrung, wenn ich hier durchrenne und dann die Leiter rangehe. Zu 90% rennen die Vollidioten dann die Seite runter. Weiß auch nicht. Okay, da haben wir sie. Komm schon. Yay! Oh, yes! Ich weiß nicht, warum sie es machen. Ob sie hier noch nie waren, auch wenn sie es hier irgendwie schützen sollen, aber es funktioniert. Ah, der geht wieder zurück. Na gut, okay. Fuck you, was auch immer. Bleib da oben. Stört mich nicht weiter. Okay, New London Ruins, sehr schön. Also wie gesagt, man kann natürlich auch gegen sie kämpfen. Es ist auch nicht so das große Problem. Muss halt aufpassen. Und die haben eine etwas größere Reichweite als die anderen Gegner, aber... Boah, warum kämpfen, wenn man auch smooth so durchkommen kann? Oh, schön, das war gut. Müssen wir noch ganz kurz mal ein zweites Schild wieder nehmen. Weil Giftresistenz ist hier dann schon sinnvoll. Wenn hier irgendwie alles und jeder mich mit irgendeinem Scheiß initiieren will. Hier, riech mal da dran. Was soll es? Ich möchte es nicht wissen, was es ist. Die schlimmsten sind die verdammten Typen mit ihren Dartpfeilen da. Die mir einen Pfeil in den Nacken schießen wollen, wie wenn ich irgendwie ein Löwe wäre, dem man Zahn ziehen müsste. Alter, wir sind hier nicht in der Steppe. Und ich habe kein flauschiges Fell, leider. Das wird das Spiel noch um einiges amüsanter machen für mich. So. Okay, halt mal, ich laufe vorne drauf. Vorne ist immer besser, dann kann ich nicht zu weit laufen schon mal. Und dann sind wir eigentlich auch schon bald unten. Also wie gesagt, ich finde Bleithorn persönlich nicht so schlimm. Es ist jetzt nur ein kleiner Teil von Bleithorn, ich weiß. Es gibt noch einiges mehr zu entdecken hier unten, aber... Boah. Wenn man aufpasst, ist es nicht so schlimm. Wie gesagt, man darf halt nicht in der Suppe stehen. Dann ist alles gut. Was? Kein One-Shot? Warum? Warum? Das ist eine Frechheit. Das ist eine Frechheit. Und zack. Warte, machen wir es eben so. Bisschen mehr Strength noch. Und dann sollten wir es auch hinkriegen. Müsste nicht eigentlich Mildred hier irgendwo rumlaufen? Hallo? Nein? Okay. Gut, von mir aus, dann halt nicht. Achso, klar, ich bin nicht Mensch. Okay, macht Sinn. Ich bin nicht menschlich. Ich bin sonst immer menschlich hier runtergerannt. Aber ich wurde ja gerade vom Drachen geklatscht. Das vergessen. Ja, normalerweise wird man hier invaded von dem NPC. Man-Eater Mildred. Ist nicht so ein großes Problem. Man kann sie dann beim Bosskampf hier zu sich rufen, was eigentlich ganz nice ist. Ich werde es erstmal alleine versuchen. Ich weiß noch nicht, ob das so gut funktioniert. Qualag ist so ein Boss, der hat mir schon immer irgendwie Probleme bereitet und ich weiß nicht wirklich warum. Ich versuch's mal, wenn es nicht funktioniert, dann nehme ich sie mir einfach mal mit. Es ist halt echt irgendwie alles möglich. Also entweder es funktioniert ganz gut oder die bindet mich an einen Stein und verkloppt mir die Hoden mit einem Teppichklopfer. Schauen wir mal. Aber bevor ich mich jetzt ins Unheil stürze, erstmal ganz kurz hier hinsetzen und... Ja, okay, ein Level. Naja, immerhin. Ich habe da noch irgendwelche Seelen dabei, die ich mir reinpressen kann, oder? Proud Knight. Aber sonst nicht mehr so viele. Okay. Ich habe gedacht, ich habe mehr gesammelt. Gut, für ein Level soll es auf jeden Fall noch reichen. Müsste, glaube ich, noch reichen. Ah ja, okay. Geht auf jeden Fall noch. Nochmal Strength rein. Und dann wieder Moos. Dass auch nichts schief gehen kann.
Falls mich mal irgendjemand den Arsch pieken sollte, dann ist es nicht so wild. Und nochmal, weil es so schön war. Dankeschön. Hast du gut gemacht. Still gehalten. Das kannst du schon gut. Ah, fuck. Goddammit. Ah, fuck. Einfach mal Sekret ins Gesicht bekommen. Egal was es ist, es ist nicht so geil. Ich block mich nicht hier. Mach keinen Scheiß mit mir. Oh Gott. Okay, das war meine eigene Dummheit. Das war allerdings einfach nur meine eigene Dummheit. Lass uns nochmal zurückgehen. Kein Bock jetzt hier vergiftet zu sein wegen dem Bullshit. So. Jetzt haben wir gesehen, wie wir es nicht machen sollen. Und jetzt machen wir es nochmal ein bisschen anders. Besser. Wie gesagt, man wird so ultra schnell vergiftet. Deswegen muss ich echt aufpassen. Ich habe nur einmal gegen Gift. Und das möchte ich nicht direkt am Anfang verbrauchen. Das benutze ich vielleicht, wenn ich dann kurz vorm Boss stehen sollte und dann auch durch irgendeine Dummheit vielleicht vergiftet werde. Ah, was? Ich frage mich auch manchmal, warum ich nicht treffe, aber was auch immer. Und jetzt raus. Oh, holy shit, das ist meistens so knapp hier. Das ist halt meistens so knapp, wenn man irgendwo rüberläuft. Also ich für meinen Teil zumindest den Weg, den ich nehme. Ich weiß nicht, ob es der beste Weg darüber ist. Aber so, es ist ein Weg, der, wenn ich es richtig mache, mich nicht vergiftet. Das ist schon mal gut. Okay. Erste Hürde. Ugh, holy fuck. Geh mal weg. Du bist keine Prada-Tasche. Und selbst wenn, wärst du irgendwie nutzlos hier. Außer Prada-Taschen wirken irgendwie entgiftend. Wobei, ich glaube, die machen eher das Gegenteil. Vor allem, wenn es Fälschungen sind. Prada. Nada. Enchilada. Keine Ahnung. Goddammit, jetzt habe ich Hunger. Okay, dann hier lang, hier rüber. Irgendwo müssen diese fiesen Typen stehen. Fetti Bum Bum? Oh ja, Fetti Bum Bum ist natürlich auch da. Er hat einen Stein. Mal gucken, ob ich es hinkriege, dass er zu mir hier rüber rennt. Aber ey, wie bestellt? Holy fuck, was zur Hölle? Im Moment nicht aufgepasst. So, ich sollte mich nicht nochmal zerquetschen lassen von ihm. Heil mich mal lieber. Safety first. Wie gesagt, jeder Fehler in dem Spiel kann halt auch mein letzter sein. Und darauf habe ich nicht wirklich Bock. Stilvoll daneben gesprungen und fast vergiftet worden. Ja, 10 von 10. Ich würde mich auslachen. Hier will einen halt alles töten. Oh, der Typ an den Riesenfelsen. Ja, dann lass da mal einen Giftpool daneben bauen. Und da sind Aale drin. Gefährliche Aale. Die ihm die Innereien aus dem Penis saugen werden. Ha, gucken, wie du das machst. Vom weiblichen Charakter. Da ist nicht viel Penis zum Saugen da. Okay, Nummer 1. Wie ein Geschäftsführer. Einfach mal einen riesen Felsen blocken. Was machst du denn? Irgendwann würde ich doch versuchen, meine Taktik zu ändern. Wenn ich merke, ey, es klappt nicht. Der schiebt mir die komplette Zeit einen Zweihänder in meinen Anus. Was irgendwie nicht so sein muss. Finde ich. Shit. Bisschen viel Stamina verbraucht für meinen Geschmack gerade. Wie er am Rollen ist. Ja, wenigstens einer hat Spaß. Also wäre mir ein Kampf bis auf den Tod und der fängt an, mit dem Ball zu spielen. Glaubt ihr das? Okay, Great Club. Ja, auch eine ganz nette Waffe. Benutze ich selber nicht so wirklich. Weiß nicht. Find irgendwie, Schlagwaffen finde. Also, Waffen, mit denen ich irgendwie nichts schneiden kann, finde ich nicht so geil. So, Klingen sind schon gut. Bin dann eher so der Schwerttyp. Streitkolben, wie auch immer.
Also die Mace vom Cleric finde ich auch extrem nice. Aber so ein Knüppel, ich weiß nicht. Ich fühle mich wie ein Steinzeitmensch. Und nein, dafür brauche ich nicht Dark Souls spielen. Dann kann ich auch an den Bahnhof gehen. Hat den gleichen Effekt. Auch ohne vergiftet zu werden, so wie ich sehen will. Na gut, dann mal ab zu Quellec. Was geht ab, Leute? Ich lass euch mal hier liegen. Beten bringt dir da auch nichts, Digga. Geh zum Hautarzt. Hier sah auch schon mal besser aus. Und dann wollen wir mal. Mein Körper ist bereit. Ich hoffe auch, dass ihr Körper bereit ist. Hey, Lady. Das ist ein ganz komischer Boss. Abstoßend sexy. Ich weiß nicht, was ich davon halten soll. Hör auf, mit meiner Sexualität zu spielen. Oh Gott. Erstmal in ihrer Lava liegen ist eine geile Sache. Ich weiß eigentlich nicht, wo ich anvisiert habe, wenn ich ehrlich bin. Oh, schön. Schön am Bein hängen geblieben. Okay, das war kein guter Anfang. Das war kein guter Anfang, verdammt nochmal. So, ich werde jetzt erstmal das Bonfire kindeln, dass ich hier 10 erstes rauskriege wenigstens. Dann habe ich nämlich auch genug für den Weg nach da drüben. Und ja, dann probieren wir das nochmal. Niemand hat gesagt, dass es einfach wird. Das mache ich ganz kurz. Wie gesagt, die Gegner dahin sind eigentlich das kleinste Problem. Ist dann eher der Boss, der mit Kopfzerbrechen bereitet. Ach, da haben wir sie doch. Mildred, hey. Na? Was geht ab, Lady? Ist einfach durchs Gift durchtrennt, Mann. Hi. Kein Hallo? Direkt loslegen? Du kommst gleich zur Sache. Mag ich. Ab dafür. Pancake. Na komm schon. Sie schlägt halt um einiges schneller zu als ich mit dem Ding. Ich kann sie halt auch komplett blocken, von dem her. Ich kann einfach mal locker abwarten, bis irgendwas passiert hier. Oder bis hier ein anderer Gegner sich dazu gesellt und sich denkt, oh schau mal. Der sieht nicht aus, als hätte er schon Probleme genug. Lass den mal ans Bein pissen. Oh shit, goddammit, Mildred. Mach keinen Scheiß mit mir. Sowas macht man nicht, das ist nicht cool. Ach, die kommt doch gar nicht hier rein. Okay. Hey, bleib hier. So war's nicht gemeint, komm zurück. Jetzt. God fucking dammit, diese kleinen Drecksviecher. Naja, wenn ich's gut mache, ist sie vielleicht down. Ja, ist vielleicht down. Sie ist down. Humanity. Auch noch platt. Wie gibt es eigentlich von euch? Ich gehe mal ganz kurz zurück. In dem Zustand werde ich sowieso nicht losgehen. Von dem her. Das wird der erstes holen. Energie auffüllen. Und dann können wir uns auf den Weg machen. So, ich werde jetzt gucken, dass ich vielleicht ein bisschen schneller durchkomme. Dass ich nicht alle so nach und nach ausschalte, sondern vielleicht einfach ein bisschen, ja, wie gesagt, durchrennen. In Anführungszeichen. Zack. Oh, was? Wie er am Kacken ist. Holy shit. Was kam da aus deinem Arsch raus? Die Attacke macht er selten. Und ich kann mich einfach nicht mehr dran erinnern, aber. Warum sollte ich sonst so überrascht sein über Code? Das ist ja eigentlich zu erwarten, dass wir hier einiges an Scheiße finden hier unten. Prädestiniert dafür.
all die Scheiße von komplett Lodgen zu haben. So, wie machen wir das jetzt? Machen wir das relativ smooth. So vielleicht. Dass ich dann darüber kann. Und gar nicht mal mit euch kämpfen muss. Na ja, gut, okay. Was soll's. Wo ist mein... Okay. Was? Dann halte ich mein Gift eben aus. Was soll's. Hatte ich nicht Purple Moss dabei? Wo ist mein Purple Moss? What? Habe ich das auch so benutzt? Oh, komm schon. Ich glaube, ja, ich, glaub, ich habe es benutzt, wahrscheinlich als ich aus wenn erstes trinken wollte. Na, super. Na gut, was soll's. Gehen wir halt giftig da rein. Oh, mit Gift ist aber ultra scheiße, Mann. Ich glaube, ich nehme Mildred mit. Soll die in der Lava stehen bleiben? Super. Gute Voraussetzung für den Bosskampf. Vergiftet sein und nichts haben, um sich zu heilen. Was geht ab? Ich hoffe, du bist nicht sauer wegen gerade eben. Aber es musste echt sein. Ich werde nicht so gern mit Metzgermessern angegriffen, von dem her. Erstmal ganz kurz drum rumgehen und gucken, dass ich mich heile vielleicht für einen kleinen Moment. Das wäre, glaube ich, gar nicht so schlecht. Bevor sie jetzt wieder hier mit ihren AOE-Attacken kommt. Und mir Probleme bereitet. Jetzt machst du komischerweise nur Lava. Nach vorne. In die andere Richtung. Oh Mann, ja, der Lava ist relativ einfach auszuweichen. Dem Ding eigentlich auch, wenn man sieht, was er macht. Wenn man aufpasst. Ich hol mal ganz kurz meine Seelen zurück. Wo sind sie denn? Ah, hier. So. Gift ist, ja gut, drei Viertel rum. Da haben wir kurz Zeit, auf den Arsch drauf zu hauen. Echt eklig, Mann. Es muss voll knacken, wenn man draufschlägt, jedes Mal wahrscheinlich. Ultra widerlich. Find's ja schon furchtbar, kleine Spinnen zu zerquetschen. Nicht, weil ich sie zerquetscht, sondern weil Spinnen sind. Oh, was? Oh, was? Oh, was? Oh, komm schon. Musste das jetzt sein? Lass uns nicht drüber sprechen. Wir probieren das beim nächsten Mal nochmal. Und dann hoffentlich besser. Bis dahin. Haut rein.